Aber wenn das ist, wenn ich wohl gerade so drüber sprechen, mir noch auch, kein einziger aufgefallen, der jetzt einfach nur mit einem Pferd unterwegs war. Ja, die sind immer alle mit der Kutsche. Der ist nie einer, der einfach mal so auf dem Pferd reitet. So. Da sind wir. Am Abspringen. Der Bus fährt alleine weiter. Guck mal, der winkt uns sogar schon. Haha. Sag mal, was geht denn mit euch hier, ey? Wollen die mich hier einfach killen? Ja, der kommt auch ein bisschen langsam. Ja? Hä? Warum? Ja, ich bleibe einfach mal daneben stehen, ne? So. Selbst schuld, ey. Nur weil ich euch leicht gestreift habe, mich hier umbringen zu wollen. Geht ja mal gar nicht so was. Hä? Moment. Die habe ich aber nicht getötet. Meine Güte, ey. Also in London möchte ich auch nicht leben. Ach, danke, mein junger Freund. Danke. Ja, wie? Das war jetzt alles? Danke, mein junger Freund. Danke. Diese kleine Orchidee mag belanglos erscheinen, doch sie birgt einige Geheimnisse, die unser gesamtes Verständnis der Natur verändern könnten. Toll. Es wäre schändlich gewesen, sie zu verlieren. Schändlich in der Tat. Vielen Dank. Ja, bitte. Dafür ist jetzt der arme Kerl da hinten gestorben. Ich konnte ihm nicht helfen. Aber egal. Wir werden jetzt aber rächen. Das geht nämlich gar nicht hier. Mist Kerl hier. Nein, du bist so gut wie tot. Nur weil ich dem Charles hier unbedingt zuhören musste. Ich wollte dem Typen ja hier helfen, aber der Charakter wollte nicht. Aber kein Wunder, dass hier überall tote Leute rumliegen, ne? Also, wenn hier die Bilgers immer die ganzen Leute abwuchsen. Mann, 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 Mann. Jut. Jetzt mal schnell gucken. Ne, hier oben. Ist auch wieder Charles Dickens. Hm. Warum war das jetzt? Moment. Darwin und Dickens. Nee, Darwin und Dickens. Charles Dickens. Ach so. Ah, okay. Die haben den in verschiedenen Questreihen. Deswegen. Ah, jetzt habe ich verstanden. Hier haben wir nur Darwin, wir haben nur Charles und wir haben Charles und Darwin. Okay, ich verstehe. Gut. Machen wir, würde ich sagen, hier mit der Hauptquest der Sequenz 6. Hä? Wieso 6? Der falsche Penny. Wir sind doch schon in 7. Wären wir jetzt nicht schon bald in die 8 gegangen? Schauen wir mal eben nach. Erstmal über den Animus mal wieder laden, laden, laden. Tja, ja. Aber ich verstehe jetzt echt nicht, warum das Sequenz 6 stand. Wir sind doch schon in 7. Wir haben doch die Dingens von der 7 gekillt. Müsste jetzt eigentlich in die 8 übergehen. Wir werden es gleich sehen. Hallo? So, einmal runter, hüpfen. So. Ist es noch markiert? Nee, ne? Jetzt aber, da. Mann, das sind immer noch 350 Meter. Wollte ich gerade sagen, 3.500, aber das ist ja ein bisschen arschheftig. Dann komme ich vielleicht von der Dachseite hier auf ein anderes Dach. Ohne dass ich jetzt da runterkrabbeln muss. Ja, da. Dann einmal hier drüber. Ja, schön, immer Schwung holen und dran.
Da haben wir schon den 150 Meter geschafft. Auf, auf. Ja, da hinten hin. Das geht so relativ fix, ne? Mit der Seilrutsche hier. So, wo müssen wir jetzt hin? Ja, gehen wir dahin. Immer von Schornstein zu Schornstein hier. Dann da. Einmal ein Stück tiefer. Dann da hoch. Da kommt man echt schnell über die Dächer von London. Und da hinten hin. Was ist das? Neue Datenbank. Okay. Ja, erobert. City of London gehört uns. Da ja. Der falsche Penny. Jacob bereitet sich darauf vor. Die Bank der... Ach so, das ist... Ah, wir haben nur Ibis Teil fertig gemacht. Haben wir jetzt Ivy schon 7 fertig? Können wir mit Ivy schon in 8 gehen und Jacob aber erst noch in 6? Hm. Und? Was gibt es? Das wird Ihnen nicht gefallen. Ach, wissen Sie, die Eberlein-Familie ist bekannt für ihre robuste Konstitution. Two-Penny raubt die Bank of England aus. Der Gouverneur der Bank. Ich glaube, ich muss mich hinsetzen. Dafür ist keine Zeit. Der Bastard ist sicher schon längst im Tresorraum. Wie immer Sie da reinkommen, ich will es nicht wissen. Natürlich. Aber wissen Sie denn auch, wie man da reinkommt? Ja, wie kommen wir jetzt da rein? Hat er gar nichts gesagt? Ich dachte schon, nee, wäre abgeschmiert. Sinn und Zweck der Bank ist der Schutz von Englands Goldreserven. Eine Festung hinter Schloss und Riegel. Es gibt diesen Bankdirektor, Mr. Osborne. Nur er hat freien Zutritt zum Tresorraum. Sie finden ihn nahe des Eingangs. Und, oh ja, ein Mann hat ständig die Tresortür im Auge. Er bewacht sie wie ein Luchs. Wenn er sie sieht, wird er sie verschließen. Der Wachhauptmann, Gus Howard, kennt Two-Penny gut. Er steckt mit drin, ganz sicher. Mr. Fry, bitte, seien Sie diskret. Wir kriegen Two-Penny nur, wenn Sie ihn in Flagranti erwischen. Ziehen Sie keine Show ab, keine Extratouren. Das ist die Bank von England. Sollten Sie auf Probleme stoßen, finden Sie mich im Atrium. In Verkleidung. Two-Penny wird den Tresor nicht verlassen. Na toll. Philipp Two-Penny eliminieren. Das Gebiet erkunden, Gelegenheiten identifizieren. Der Bankdirektor Tarn Gelegenheit. Der Wachhauptmann Gelegenheit für ein einzigartiges Attentat. Der Tresorwächter Unterstützungsgelegenheit. Jo. Wollen wir da reingehen, ne? Zack. Müssen wir schön diskret und vorsichtig sein, ne? Wir sind natürlich sehr, sehr vorsichtig. Wie immer. Wo kommen wir denn jetzt hier rein in den Schuppen? Bestimmt komplett falsch. Oh, ne, hier ist eine Tür. So. Besser mal hier Wurfmesser. Oh, schick. Sehr passend für Two-Pennys Gruft. So. Bankdirektor, Vorteil: einfacher Zugang zum Tresor. Wachen werden beiseite gehen, um den Direktor hineinzulassen. Bankdirektor gefangen nehmen. Sind alle versammelt? Ja? Ja? Exzellent. Dann kann die Tour ja beginnen. Kann ich hier was mitmachen? Wir fangen in der Schalterhalle an, dem geschäftigen Zentrum dieser Bank. Okay. Hier entlang, bitte.
Jetzt muss ich erstmal gucken, dass ich den Typen da eliminiert bekomme. Warnung, Sperrgebiet in der Nähe. Okay. Aber hier scheint das Sperrgebiet. So, jetzt habe ich es auch betreten. So, schauen wir mal. Ich muss Sie bitten, weiterzugehen, Sir. Okay. Lassen Sie das bitte. Ja, ich hau ja schon ab. So, den soll ich gefangen nehmen. Da muss ich aber erstmal drankommen. Ich glaube, ich mache erstmal echt die Eliminierung. Wo ist er jetzt? Da ist einer. Ah, da. Wo? Weg. Schnell weg. Ich habe gar nichts gemacht. Wo? Hey? Also den Typen hätte ich glaube ich erstmal identifizieren müssen, ne? Verdammt. Hab ich so schnell einfach gekillt. Bin ich jetzt unentdeckt wieder, also getarnt quasi? Nee, anonym war ich. So. Jetzt stört ihn das auch nicht mehr. Das hatte ich ja glaube ich schon mal, dass ich immer das Identifizieren vergesse. Und dann habe ich Pech gehabt. So, jetzt muss ich mal gucken, dass ich mich dieser Führungstante da anschließe. Was habe ich getan? Was zum Teufel? Hier, ich gehöre zu dir, ich gehöre zu ihr. Ich hab ihn. Aha. Ich nehme wieder raus. Wow. Nein, ich mache doch gar nichts. Ich will hier nur raus. Ich habe mich nur verlaufen. Ich dachte, ich bin zu Hause. Lass mich in Ruhe. Verdammt, ey. Zu der Frau wollte ich doch noch. Ich wollte doch nur die Führung mitmachen. Ich sehe schon, das läuft echt 1A gerade hier. Gehen wir wieder rein. Was? Hier ist doch ein ganz normaler Eingang. Ich glaube, die mögen mich nicht mehr. Die haben sich mein Gesicht gemerkt. Ah ne, jetzt bin ich erst... Okay. Jetzt bin ich erst anonym. Das war der Knackpunkt. So, jetzt gehen wir wieder rein. Den soll ich gefangen nehmen. Muss mal gucken, dass ich den Typen da hinten identifiziert bekomme. Ja, aber dafür müsste ich den sehen, ne? Aber hier ist Sperrgebiet. Wie komme ich an den Typen ran? Das war aber jetzt bei der Führung zu hoffen. Ich tue dir aber nichts. Ich will nur zur Führung. Ich gehöre zur Führung. Sie sollten hier nicht sein. Sir, ich werde Gewalt anwenden, wenn ich muss. Ja, okay, ich hau ja schon ab. Mann. Ich gehöre da nur zu der Führung. Wo bin ich denn hier? Ich will mich ja echt nicht da durchschnetzeln. Der mag mich immer noch nicht, der Typ. Guck, ob ich nicht von irgendwo oben dann da reinkomme. Ja, das ist ein bisschen ein Eingang. Hier. So, die Frage. Ob ich an den Direktor da dran komme. Ja, den habe ich ja schon identifiziert. Wo muss ich ihn nochmal identifizieren? Vielen Dank für Ihre Geduld, werter Herr. Schönen Tag noch. Ich lasse den Governor wissen, wie hilfreich Sie waren. Nein, das wollte ich gar nicht. Ich ihn sehe. Ich muss gucken, dass ich an den dran komme.
Vielleicht hier drüber. Ah! Zack, lass mich runter. Ich will da rüber, Mann! Ach, du doofe Affe. So. Geht da jetzt rauf. Einmal hier rein. L1. Ich komme sofort zu Ihnen, Sir. Hä? Bitte, Sir, tun Sie mir nichts. Ich füge mich. Was wollen Sie denn von mir? Mir steht eine Privatführung durch den Tresor vor. Stopp, oder Sie sind ein toter Mann. So. Ja, toll, ey. Jetzt habe ich ja die ganze Kavallerie. Ha, schnetzle ich mich halt da durch. Das war jetzt echt zu blöd, ey. Zack. Einmal. Jetzt macht ihr hier gar nichts mehr. So, Direktor, du bleibst schon hier, ne? Ja, solltest auch Angst haben. Schauen wir mal, ob es ein bisschen Knete wenigstens gibt. So. Nein, ich will dir nicht niederschlagen. Ah, okay. Jetzt gehen wir hier einfach durch. Bitte hier entlang. Hier werden die Akten gelagert, Sir. So, jetzt muss ich ihn da identifizieren. Doch nicht. So, jetzt aber. So, den Tresorwächter töten. Habe ich den falschen eben wieder getötet? Mann. Ah, jetzt trage ich den. Du bist so doof, ey. Los, leg den Mistkerl hin. Mann. Aber ich habe noch nichts abgebrochen, bis auf dass ich den falschen gekillt habe. Du kommst schön mit. Einfach damit wir drinnen mehr uns mehr geglaubt wird. So. Und jetzt? Keine Passage aufspüren. Bleib hier, Mann. Muss ich mal einen Adlerblick machen. Mann, du bist aber echt sehr ganz schön störrig, ne? Was haben wir denn da? Hm. So, tja, da war es nicht. Laufen wir mal eben hier rüber. Bestimmt hier die Geheimpassage. Bleibst du hier, Mann? Ich brauch dich noch. Komm, beweg dich schneller. Ah, die Treppe will ja nicht runterlaufen. Ah, ich muss das irgendwann mal skillen. Aber den brauche ich gar nicht mehr. Hey, schade, ich ihn lieber nieder. So. Den kann ich gar nicht plündern. Oh Mann, Menge Gold. So. Was? Ja, hier. Zack, haben wir den. Viel einfacher ist es, die alle da oben zu kühlen. Sie werden der Bevölkerung von London keinen Schilling mehr stehlen. Diese Tiere verprassen ihr Erspartes. Wir sind die Experten für Investitionen. Nichts würde erbaut oder verbessert werden. Nichts sich aus dem Schlamm erheben, wenn wir nicht die Zukunft formen. Nein, sie erschaffen würden. Sie profitieren mehr, als sie verlieren. Es ist deren Stadt, nicht ihre. Ohne unsere Investitionen gäbe es gar keine Stadt. Hier, für den Fährmann.